Estland. Das exotische Land an der Ostsee hat eine lange Geschichte, von der Burgen, Kirchen, Schätze und Schlösser zeugen. Und die faszinierende Natur wurde geschützt und als wertvolles Erbe erkannt. Vom Domberg ist der Ausblick auf Tallinn am schönsten, auf die Hauptstadt von Estland, die am finnischen Meerbusen gegenüber von Helsinki liegt. Hier ist das Mittelalter lebendig geblieben. Und in der Domkirche St. Marien weisen Wappen und Gräber auf deutsch-baltischen Adel hin, der hier Messen gelesen hat. Die erste christliche Kirche des Landes. Vom Turm blickt man auf die Oberstadt. Hier weht ein Hauch von Russland, die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale. Zar Alexander III. Ließ das Gotteshaus um 1900 als Sinnbild russischer Herrschaft bauen. Es war die Zeit, als das russische Kaiserreich begann, die Ostseeprovinzen in das russische Reich einzubinden. Ebenfalls noch am Domberg in der Oberstadt steht das Parlamentsgebäude gegenüber der Kathedrale. Und ein Wehrturm der steinernen Burg. Der Rathausplatz ist typisch für die Altstädte des Mittelalters. Ein Marktplatz mit Kirche, eingerahmt von Rathaus, Ratssaal und gotischen Bürgerhäusern. Auch mit Apotheke von 1422, die immer noch besichtigt werden kann. Hier das gotische Rathaus. In der ehrwürdigen Ratskammer wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Und im Bürgersaal wurden die Bürger von diesen in Kenntnis gesetzt. Vom Turm des Rathauses war die Stadt und auch der Platz immer gut zu überblicken. So konnten auch eventuelle Ausbrüche von Feuer schnellstmöglich erkannt werden. Die Pickstraße führt an repräsentativen Handelshäusern vorbei, wie dem Haus der Bruderschaft der Schwarzhäupter. Auch das prächtige Haus der Olai-Gilde oder das Haus des Herrn mit dem Monokel. Und die sogenannten Drei Schwestern, einem besonders schönen Ensemble von spätgotischen Speicherhäusern. Die Nikolaikirche liegt bereits in der Unterstadt. Heute wird sie als Museum geführt, mit einer außergewöhnlichen Sammlung sakraler mittelalterlicher Kunst. All diese Kunstwerke zeugen von der Gewandtheit der umherziehenden Künstler jener Zeit. Und in der Silberkammer in einer Seitenkapelle sind die zahlreichen kunstvollen Sammelstücke der Gilden ausgestellt. Drei Meter dick, 16 Meter hoch und 4 Kilometer lang. Die wehrhafte Stadtmauer von Tallinn umfasst die ganze Altstadt. 25 Türme sind noch erhalten geblieben. Die Olai-Kirche gilt als Wahrzeichen der Stadt. Nach mehrmaligen Feuerschäden ließ sie Zar Nikolaus I. in schlichter Weise wiederherstellen. Und der hohe Turm diente schon den Seeleuten als Wegweiser zum Hafen. Das größte Kloster im Zentrum von Tallinn stammt aus dem 13. Jahrhundert. Doch die Dominikaner mussten infolge der Reformation ihre Tätigkeit einstellen.
Zahlreiche Grabplatten bedeutender Bürger zieren den Katharinengang. Dieser enge Durchgang führt entlang des ehemaligen Klosters und lässt die Besucher das Flair des Mittelalters hautnah erleben. Der Fernsehturm wurde 1980 als Denkmal sowjetischer Ingenieurskunst errichtet. Aber irgendwie gehört er zur Stadt. Denn aus 314 Metern Höhe und mit etwas Abstand kann man die Altstadt und die Anbindung an den Hafen erst so richtig verstehen. Am Stadtrand ließ sich Zar Peter der Große 1718 das Schloss Katharinental inmitten einer riesigen Parkanlage errichten. Diese barocke Pracht sollte der Sommersitz für seine Frau Katharina und der ganzen Zarenfamilie für Aufenthalte in Tallinn sein. Doch der Zar starb noch vor der Fertigstellung dieses Schlosses. Hier wurde Kunst aus Russland, Deutschland und Italien gesammelt. Und in der Silberkammer sind einzigartige Sammelstücke ausgestellt. Im 19. Jahrhundert wurden Park und Schloss auch für die gehobene Gesellschaft zu einem beliebten Ausflugsziel. Stets begrüßt vom schwarzen Engel Rusalka. In der Bucht von Tallinn liegt auch der Sandstrand von Pirita, der den Bewohnern als Seebad im Sommer und als Promenade im Winter willkommen ist. Das estnische Freilichtmuseum liegt in einer Parklandschaft des Vororts Rocca al Mare und zeigt über 100 traditionelle Bauwerke aus dem ganzen Land. Wie eine Schule oder den Gutshof Kuzari samt Innenräumen mit authentischer Einrichtung. Und die Häuser der Fischer erinnern daran, dass Fischfang und Handel den Ruhm von Tallinn begründet hatten. Etwa 80 Kilometer östlich von Tallinn breitet sich der Nationalpark Lahemaa bis zur Küste aus. Der größte und berühmteste Nationalpark des Landes nimmt eine Fläche von 725 Quadratkilometern ein und ist zum Großteil von Wasser bedeckt. Vier große Landzungen ragen wie Finger in den finnischen Meerbusen. Bei der letzten Eiszeit sind hier in den Küstenniederungen Moore und flache Binnenseen entstanden. Und bei Wanderungen ist die Schönheit der Landschaft zu entdecken. Der Küste entlang trifft man auf kleine Orte wie Altja, wo die Holzhäuser wie aus einem Märchen erscheinen. Und Ruhe und Düfte erscheinen beinahe unwirklich. Die berühmten Findlinge liegen am Strand vor den Fischerhütten und wirken wie platziert. Es sind einzelne Riesen oder auch ganze Felder von kleineren, die in nördlichen Vereisungsgebieten bei Moränenlandschaften entstanden sind. Bei Fösu verlockt seit Mitte der 1970er Jahre der Sandstrand zum Entspannen. Und auch der Ort Kesmu in der gleichnamigen Bucht lockt mit Strand und fotogenen Findlingen. Ein romantischer Ort, der die Fantasien der Menschen anregt. Der kleine Bootshafen liegt günstig.
gepflegte Holzhäuser lassen die betuchten Besitzer erkennen. Auch das Rathaus ist dem speziellen Baustil angepasst. Das prächtige Herrenhaus von Palmsee ist der Mittelpunkt des schön restaurierten Gutshofs. Auch die Innenräume sind renoviert und der große Saal wirkt mit Ausstattung und Mobiliar wie der eines kleinen Schlosses. Auch der blaue Salon und das Speisezimmer geben Einblick in das Leben der Gutsbesitzer von einst. Das Arbeitszimmer des Gutsherrn wirkt einfach, die Salons im ersten Stock gemütlich. Und die Schaltstelle des Gutes wirkt beinahe wie ein Präsidentenbüro aus dieser Zeit. Natürlich gehört zu so einem Anwesen auch ein Park und ein entsprechendes Gewächshaus. Der Reichtum war nicht zu übersehen. Der Ort Raquere im Osten von Tallinn wird überragt von der mächtigen Burgruine des Deutschen Ritterordens. Bereits 1302 verlieh der König von Dänemark der Siedlung unterhalb der Burg das Lübecker Stadtrecht. Dänen, Deutsche, Schweden, Russen und Polen herrschten 400 Jahre in der Burg. Anhand der gewaltigen Größe und den dicken Kalksteinmauern kann man sich gut vorstellen, wie die Burg einmal ausgesehen haben muss. Nach 200 Jahren des Deutschen Ordens verlor die Burg an Bedeutung und wurde zur Ruine. Narva liegt im Osten, an der Grenze zu Russland, am westlichen Ufer des gleichnamigen Flusses und gegenüber der russischen Festung Iwangorod. Beide Festungen sind imposante Außenposten mächtiger Reiche als die Grenze zwischen Ost und West. Aus der Holzkonstruktion im 13. Jahrhundert wurde zum Ende der Dänenherrschaft ein quadratischer, kastellartiger Steinbau. In den Burgläden gibt es Haushaltsutensilien und Schmuck nach mittelalterlichen Vorlagen. Im Nordwestturm, dem Langen Hermann, ist ein kleines Museum mit verschiedenen historischen Fundstücken eingerichtet. Steinerne Stiegen und hölzerne Wehrgänge durchziehen die Anlage. Und ermöglichen den Ausblick zur Festung Iwangorod. Für Interessierte an Industriearchitektur ist der Besuch der nahen Krenholm Textilmanufaktur ein faszinierendes Erlebnis. Noch bis 2007 wurden hier Textilien hergestellt, in einer Fabrik, die bereits im Jahre 1900 eröffnete. Der Westen von Estland ist Küstengebiet. Im Südwesten von Tallinn liegt Haapsalu, von der Ostsee umspült auf einer schmalen Landzunge.
Bereits zu Zarenzeiten entwickelte sich der Ort zum Kurort, das erste Moorbad eröffnete. Und der Kursaal gilt bis heute als sozialer Treffpunkt, wenn auch bei Tango. Ein kleiner Park umgibt das hellstrahlende Rathaus. Und mitten im Zentrum steht die massive Burgruine der Bischöfe. Direkt angeschlossen die Bischofskathedrale aus dem Jahre 1270, wo sich bis Mitte des 14. Jahrhunderts das geistige Zentrum dieses Bistums befand. Nach der Zerstörung im 17. Jahrhundert erfolgte erst Ende des 19. Jahrhunderts der Neubau der Kirche. Sicherlich außergewöhnlich ist der Besuch des heutigen Museums der Estnischen Bahn, das im aufgelassenen Bahnhofsgebäude untergebracht ist. Ein 216 Meter langer überdachter Bahnsteig ist zu bewundern. Und eine Sammlung von alten Lokomotiven. Ein vielleicht passender Ort, weil hier der Zar ankam, aber heute keine Bahn mehr fährt. Direkt südlich von Tallinn liegt in einer vom Wind geschützten Bucht Pärnu, die Sommerhauptstadt von Estland. Mit über 2 Kilometer langem und über 100 Meter breitem weißen Sandstrand und angenehmem Meeresklima. Modern designte Strandhotels und Spa-Anlagen sind zum Teil nahe zum Strand errichtet und laden auch zur Vor- und Nachsaison ein. Seit 1927 bereits wurde hier im altehrwürdigen Kurhaus der Kurbetrieb mit Schlammanwendungen praktiziert. Parks mit alten Bäumen sind als breiter Streifen am Strand entlang angelegt. Hier flanieren die Gäste entspannt zu jeder Tageszeit. Nicht weit entfernt im Landesinneren dehnt sich der 1993 gegründete Soma-Nationalpark aus. �370 Quadratkilometer geschützte Waldwiesen, Hochmoore und artenreiche Überschwemmungsgebiete. Kleine Schutzhütten mit Holzvorräten tauchen immer wieder auf und dazugehörende spezielle Grillplätze. Die Wanderungen auf erhöhten Holzwegen durch das Hochmoor machen besonderen Spaß. Und die sich frei entwickelnde Naturlandschaft weiß es sichtlich zu danken, dass hier der Mensch nicht eingreift. Eigentlich leben hier nur Adler, Schwarzstorch, Elch, Wolf, Bär, Luchs und Biber. Vom Ingazi-Aussichtsturm kann das Hochmoor überblickt werden. Die verschiedenartige Natur während der 5 Jahreszeiten. Die 5. ist eben das Hochwasser im Frühjahr. Und das Zentrum des Südens ist die Universitätsstadt Tartu, die älteste Stadt Estlands.
Die Weiße Halle der bereits 1632 vom Schwedenkönig Gustav Adolf gegründeten Universität gilt als sehenswert. Mit ionischen Holzsäulen und einer durchgehenden Empore. Das alte Auditorium Maximum der Universität wird heute noch als Hörsaal benutzt. Übrigens war die Unterrichtssprache von Anbeginn Deutsch, da noch kaum Balten hier studierten. Hinter dem Hauptgebäude steht ein Denkmal zu Ehren von König Gustav Adolf. Interessant ist noch die alte Anatomie mit den engen Holzbänken, die rund um den Seziertisch in der Mitte aufgebaut sind. Auf dem Domberg der Stadt steht die alte Sternwarte, die Mitte des 19. Jahrhunderts zu den berühmtesten und bedeutendsten der Welt zählte. Der Astronom Struve nahm hier den ersten Refraktor in Betrieb und begann von hier aus die Welt zu vermessen. Die Mauerreste der Domkirche erinnern noch an das mittelalterliche Tartu. Es war einst ein gewaltiger Bau einer fünfschiffigen Basilika. Als sie errichtet wurde, zerstörten die heidnischen Esten immer wieder nachts die Mauern des sakralen Doms. In der Altstadt erhebt sich noch die unbeschädigte Johanniskirche, ebenfalls ein Relikt aus dem Mittelalter. Einzigartige Terrakotta-Figuren schmücken die Außenmauern. Doch auch im Inneren der bedeutenden Backsteinkirche findet man Skulpturen, die weltbekannt sind. Der Hauptplatz ist seit dem 16. Jahrhundert von den wichtigsten Gebäuden umgeben. Schauplatz von Versammlungen, Jahrmärkten oder Hinrichtungen. Das Rathaus und davor der Brunnen der küssenden Studenten zählen zu den begehrten Fotomotiven. Ziemlich im Süden liegt der sogenannte Große Eierberg, mit 318 Metern der höchste Punkt der baltischen Staaten. Vom Aussichtsturm bietet sich ein weitreichender Blick bis tief nach Lettland und Russland. Ein unberührtes und weitgehend unbewohntes Land. Auch der Gutshof St. Gaste liegt im Süden. Ein neugotischer Ziegelsteinbau nach dem Vorbild von Schloss Windsor. Besonders auf den großen Speisesaal und den Ballsaal legte Graf Magnus von Berg Wert. Und Baumeister Hippius erfüllte ihm alle diese Wünsche sichtlich zufriedenstellend. Das große Jagdzimmer wird im heutigen Hotel als Restaurant genutzt. Und die Räume der oberen Etage wurden zu Hotelzimmern, die den Komfort der großen Vergangenheit stilsicher vermitteln. Ein Flair wie aus dem Märchen. Das nördlichste Land der baltischen Staaten hat seit der singenden Revolution nicht nur staatliche Unabhängigkeit erreicht, sondern eine starke Selbstsicherheit. Mittelalter, Kultur und Natur wurden liebevoll erhalten in diesem faszinierenden Land im hohen Norden.